Swiss Ultra zu Buxen, faszinierende Sportart, die sich hier abspielt. Triathlon im 10er-Pack oder im 5er-Pack. 10 aneinander, 5 aneinander oder 10 jeden Tag einer um 5 jeden Tag einer. Der da vorne im Rollstuhl, der steigt dann am 26. August ein, eben Triathlon im 5er-Pack. Er macht jeden Tag einen. Und da könnt ihr sicher sein, der schafft das. Der hat geübt. Der Kurt Eberli, so viel ich weiss, der Erste im Rollstuhl, der sich hier an die Aufgabe herwagt. Ich war mit Martin Mattmüller jetzt unterwegs beim 10er-Pack Continuous. Das heisst also 10 mal 180 Kilometer auf dem Velo. Das ist eine Strecke von Bux nach Alicante ungefähr, damit ihr euch vorstellen könnt, was das heisst. Das Schwimmen war am Donnerstagabend für alle fertig. Die einen früher, die anderen später. Schwimmen 38 Kilometer. Und jetzt etwa 3 Tage später, also 3 Tage nach dem Start, nicht ganz, also Mittwochabend um 6 ist gestartet worden, da sind wir jetzt ungefähr am 19., also 3 Tage später am Nachmittag um 3 unterwegs mit dem Martin Mattmüller. Da führt die Alexandra Meixner. Auf die können wir jetzt reden. Sie hat gerade beim Race Across America mitgemacht. Das sind 5'000 Kilometer und der Rekord liegt etwa 9 Tagen. Sie hat sicher etwas länger gebraucht. Ich bin mit dem Martin Mattmüller auf und auf den Rheindamm. Mich hat es einfach interessiert, wie geht das, wie läuft das ab. Und wieder mit ihm ins Gespräch kommen. So, jetzt sind wir ein Stück gefahren. Wir sind jetzt bei der Raststätte. 8 Grad rein, rechts fahren heisst nun, wir gehen los. Und du, eben gell, Martin, mit deinem Spezialbike. Sagen wir zuerst noch etwas über dein Spezialbike. Was ist das genau da? Ja, das ist etwa ein 30-jähriges Multen. Kann man heute noch kaufen. Ist faltbar da. Und was aber das Besondere ist... Achtung, Radfahrer von hinten. Gehst du vorne? Das besonders Schöne ist, es ist gefedert hinten und vorne. Wer ist das? Die kommt von Miami, glaube ich, oder so irgendwie. He? Das ist Jane Hill. Das der ist, können wir noch. Der können wir noch. Können wir noch, ja. Gut, das sie probieren ist, wir, oder? Kanadierin. Kanadierin. Etwa die fahren etwa so, gell? 33. Ja, ja, jährig ja, ja. Ist sie. Ja. Hatte mal einen schweren Unfall gehabt. Ja. Wo man gedacht hat, sie können sich nicht mehr erholen. Ja. Die laufen nie mehr. Und so, dass jemand so Extremsport machen kann, jetzt wieder, das hätte man nicht für möglich gehalten. Und, was haben wir da? Das ist und da könnte es der Dani sein, hallo? Das könnte der Dani sein. Da könnte der Dani sein. Der Dani. Das Dani ist der Dani, hallo. Genau. Das ist der Dani. Jetzt haben wir natürlich verlaut reden. So. Jane Hill, gleich ein bisschen aus den Augen verloren. He? Magst du ihn an? Ja, muss schauen, he? Mit meinem E-Bike da. Gehen wir mal Gas geben. Ja, genau. Ja, mit dem E-Bike auf 25 km begrenzt, keine Chance. Ich habe Martin mit seinem kleinen Velöl, mit seinen kleinen Rädchen Psycholo, hat allerdings einen riesigen Radkranz vorne rein und tatsächlich eine Zeit geholt. You have time? Time? For a shot. A shot? For a shot. Shot with the TV station. Sure, where are you? Okay. You go and we will come back. And I came a short time bike with you, huh? Okay. Okay. Okay, hat sie gesagt, das ist eben das Schöne, oder? Das sind in den Runden, man die immer wieder begegnet, wenn man hier und her geht. Hast du gesagt, sie soll warten auf mich? Nein, nein. Sie fährt weiter. Aber man sieht da vorne schön, wie sich die Athleten auf dem Velo bewegen. Die richtige Temperatur suchen zum Anlegen. Ja. Freihändlig, den Pulli wieder über den Helm ziehen. Genau, hä? Und das immer noch mit dem... Umso schneller sind als die Filme. Immer noch. Mit etwa 30 Stundenkilometer. Wahnsinn, hä? Ja. Jetzt machen wir einen kleinen Stopp. Ja. Da bei der Holzbrücke. Ah, ja. Und kehren. Sie kommt noch mit uns. Und dann fährt sie mal neben dir her. Jetzt haben wir schon ein bisschen müssen, also wegen mir schon ein bisschen müssen vorlaufen, damit wir halt nachmögen. Jawohl, ja. Ja. Ich sehe es im Rückspiegel. Was hätte sie gehabt, genau? Sie hat einen schweren BMX-Unfall gehabt. Ja, ja. Und Rücken- und Brustwirbel getroffen. Ah, so, ja, 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 ja. Jawohl. Kommt sie rechts vorne bei dir, hä? Ja, wir fahren hier auf dem Rand. Es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. Es ist wie Hut und Haar nicht. Ja, ja. Eben, und dann nachher und fahrt jetzt wieder voll, macht zeitig hintereinander der Ultra-Triathlon. Genau, genau. So,
Jetzt kommt sie, du kannst ein bisschen neben her fahren. Ja. Ich fahre links hinter euch an, das ist einfacher. Und wir probieren es mal. Okay. Ja. Hello. Yes, you can drive with your pace and I will faster or slower like you want to. No, go. You keep your pace just as fast pace. As you want. Okay. Yeah. Okay. It's very hard. How do you feel huh? today? Everything okay today? Yeah, you are looking good. Sie sagt sich, alles okay. Sie fühlt sich gut. Yes. Unglaublich yes. Aufgestellt. You und are coming faster and faster now, huh? I think. Yeah. No, so. You are good. I don't want to make you tired. 25. Sure. I go sometimes fast in the morning. Yes. Slow in the afternoon. Fast in the night. Okay. Yeah, sure. Yeah. Yes. Are you from Loops? Sorry? Are you from Loops? Wahnsinn. No, from Danny. I'm the supporter from Danny. Wir fahren jetzt 26, ich fahre hin und her. Ist das einfach zu gefährlich? Yes. Ja gut, ich kann gar nicht viel schneller. Yes, I'm a lot of fun now. Yes. Eben. Yeah, sure. 1800 Kilometer. Yeah. Ununterbrochen. Yes, it's. Last night? When it was raining? Yeah, it was terrible. Yeah, sure. Sure. Okay. I slept for 3 hours last night. Oh, only. Yeah. Okay. Okay, I let you. Thank you. Ciao. Bye. Ja, und weg ist sie, ja. Ja, sie hat gerade erzählt, dass sie jetzt rund 600 Kilometer gefahren ist, also auch ein Drittel hinter sich hat. Die letzte Nacht, obwohl sie ja schlecht war, nur 3 Stunden geschlafen und sonst auf dem Velo unterwegs war. Wo schlafen sie denn? Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Die einen schlafen sehr kurz, 2 Stunden. Die schlafen in diesen Zelten an der Boxengasse. Ja. Wir haben die anderen schlafen im Camper und noch andere im Hotel natürlich. Ja. Aber eben, da liegen so 3-4 Stunden Maximum drin. Jawohl, ja. Im Allgemeinen schon. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, ich will ins Ziel kommen. Und das ist die Priorität. Und dann macht man halt einmal eine längere Pause, wenn es der Körper verlangt. Eben, das ist genauso wichtig. Jawohl, das ja. Ist von hier nach Granada, gell? 1800 Kilometer. Das ist. Also wäre nichts für mich, trotz E-Bike. Ja. Und dann noch 24 Kilometer, also quer durch die Schweiz springen. Ja. Und jetzt merkt man, man hat einen rechten Gegenwind. Ja. Man braucht also Kraft, um die 30, die sie jetzt hier fährt. Um die halten. Das ist schon so. Ja. Also vorher sind wir 26 gefahren. Das ist hier schon vorgekommen wie Ferien. Ja, das ist. genau. Hoppla, jetzt natürlich. Haben doch auch andere Gäste, gell? Da. Ist logisch. Jawohl. Es ist nicht abgesperrt, von dem wir gesehen. Also, nein, die Strecken sind frei, oder? Jawohl. Und frei heisst natürlich auch, man kann jederzeit auch zuschauen kommen, gell? Ganz genau. Das ist für die Athleten, die haben immer Freude. Eben. Wie ich gesagt habe, manchmal auch auf der Velostrecke eine Begleitung zu haben. Es gibt Abwechslung in Eintönungen, Rhythmus. Es gibt solche, die das sehr gerne haben. Es gibt dann aber auch Athleten, die wirklich einfach fokussiert fahren. Und wenn die ihre Pace fahren, sich nicht ablenken lassen. Ja. Das gibt es natürlich auch. Jetzt kommt wieder einer. He? Jetzt kommt Claire aus England. Ja. Man sieht auch sie, ja. Aero-Position, möglichst ökonomisch, immer etwa die gleiche Kadenz fahren. Und aber gegessen wird man schon sitzend, oder? Also nicht auf dem Velo oben. Das ist auch völlig unterschiedlich. Die meisten sitzen schon zwischen ihnen mal ab.
um sich ein bisschen zu entlasten. Aber es gibt natürlich auch zwischendrin Zwischenmahlzeiten, muss man ja auch möglichst viel zu sich nehmen. Und das übergibt man in einem Becher, das übergibt man in einem Plastiksack. Und die könnt freihändig mit 30 auch essen, was man ja auch so kennt von anderen Velosportarten. Ja. So, was ihr hier so gehört, rauschen, das ist ja der Fahrtwind. Ich hoffe, ihr versteht etwas. Wir sind jetzt 22 unterwegs, aber man hört den Gegenwind, trotz Windschutz, keine Chance. Jetzt kehren wir dann wieder. Ist das der Daniel, meinst du? Wir kehren, ja. Ja, es ist nicht der Daniel, aber ist gleich. Wir kehren. Wir kehren. Und der Daniel, der Betreuer. Und haben wir doch keine. Nein, es ist er nicht! Es ist er nicht! Ja! Hey! Ja. Go, Alberto! Go! Das ist sicher ein Italiener, hä? Das ist ein Italiener. Ja. Den habe ich schon vorher verwechselt mit dem Dani. Ja, genau. Ist recht ähnlich angelegt, haben beide einen schwarzen Helm. Genau. Und das sieht man halt einfach, ist manchmal schwierig, um es zu unterscheiden. Jetzt meinst du, jetzt erwarten wir auch den Daniel? Ja, der Daniel wird bald kommen. Dann müssen wir Platz machen, dass er recht vorbei kann. Er kann links führen, er kann schon links. Du kannst schon näher her zu mir, ich gehe den hinteren. Gut. Ich sehe ihn im Rückspiegel, jawohl, das ist gut. Du kannst voraus, geh du. Ja. In der Tat. Und nächste Häuschen fährt er jetzt ein bisschen langsamer. Gell? Mit viel Feingefühl für mich und wahrscheinlich auch für Martin Mattmüller ist der Daniel Meyer dann so gefahren, dass wir nachher mögen. Aber es war dann noch anstrengend. 1800 Kilometer so. Eine riesige mentale, aber natürlich auch eine physische Herausforderung. Der Daniel Meyer ist Physiotherapeut. Also er hat natürlich muskulös und natürlich auch taktisch und mental einiges auf dem Kasten. Aber trügerisch ist es gleich. Man muss ja können schlafen. Sie müssen sich zuerst einrichten, muss sich zuerst klimatisieren und natürlich, wer weiß schon, was da auf ihn zukommt, wirklich mit 1800 Kilometern. Und die entscheidende Phase ist dann wahrscheinlich noch der Marathon am Schluss, die 420 Kilometer. Ich habe es dann weiter ziehen lassen, damit sie eben sich noch besser austauschen können, die beiden. Jetzt denkt die lösen wir ziehen, sonst muss er noch lange mit uns so fahren. Ja, ja, genau. Und dann nachher, kommt dann ein Hintertreffen. Gibt es auch Zwischenrangliste? Ja, da wird nach jeder Runde wird geschaut, wer steckt wo. Aha, und da schaut der eine Athlet schon auch auf den anderen. Aha. Aber das ist schon sekundär. Zuerst für alles ist zuerst ins Ziel kommen, das ist das Wichtigste. Aha, gut. Ja. Verrückt, ist ja, du bist schon längere Zeit dabei da bei dem Sport. Also, einer ist ja wirklich im Rollstuhl. Also, der Kurt, der fährt im Rollstuhl. Jawohl, ja. Er hat mir erzählt, er macht den Fünffach, also jeden Tag ein Ironman, fünfmal hintereinander. Und er hat sich daran angewagt, hat aber auch müssen feststellen, für ihn ist natürlich Schwimmen ganz schwierig, das ist sehr hart. Da ist der Dave vorbeigefahren. Jawohl. Der Sieger vom letzten Jahr. Genau, darum habe ich schnell Luft gezeigt. Genau. Schwimmen ist hart, gell? Der hat Daniel mit dem Gürtel noch. Jawohl, Schwimmen hat er müssen üben. Er hat nicht mit dem Neopren natürlich geschwommen. Und wenn dann ein Neopren hat man ganz andere Auftriebssituationen. Ihm hat es jetzt vor allen Dingen Beine genommen, dass er fast mit dem Kopf vertrunken ist. Und jetzt hat er aber mit Gewicht und mit Luftküsse seine Lage gefunden. Ja. Aber für ihn ist es natürlich sehr, sehr schwierig, Stabilität zu behalten, also dass er nicht so zu fest kippt. Genau. Weil er natürlich keine Rumpfstabilität hat. Das Schwimmen ist für ihn sehr anspruchsvoll. Ja. Ich sehe es nicht genau, aber im Hinterspiel glaube ich, der Italiener kommt schon wieder. Ja. Ich fahre mal hinten dran. Eben. Also die Leute kommen von überall her, gell? Also, jawohl. Italien ist noch gar keine Strecke. Italien, Frankreich. Nein, um Gottes Willen nicht. Das ist die Engländerin, gell? Jawohl. Das ist die Engländerin. Mein Gott, wie kann man das verwechseln? Vom Rückspiegel gemeint der Italiener. Jawohl. Jetzt kommt unsere jüngste Teilnehmerin. Ah. Die Laura. Wie alt ist sie? Sie ist 22. Oh, muss wieder hindern, du kannst weiter erzählen. Unglaublich. Aber es kommt einer. Ja.
Ja, hallo. Sie ist 22, hat mir gestern erzählt, wo sie ein bisschen begleitet hat, wie es ihr so geht. Sonst ist sie immer so, hat sie ein bisschen zu den Erfahrenen gehört, ja. Wenn sie so Kurzdistanz-Diathlon macht. Und jetzt hat sie mir erzählt, fühle sie sich als absolutes Küken da mit 22. Ist lustig. Mit 22, gell? Jawohl, ja. Wie alt ist denn die Alexandra Meixner? Schon älter, gell? Ja, die ist... Also, weißt, die Frage ist nur, wie lange kann man den Sport machen? Also, das ist keine Altersgrenze grundsätzlich. Also, da sieht man ja beim Dave. Ja, genau. Der Dave ist ja 59, bald ja, 60. Ja, ja. Und ist an zweiter Stelle. Die erste Stelle wird von der Alexandra Meixner gehalten im Moment. Zwischen. Sie ist eh stark im Velo, gell? Das ist schon, sie ist stark im Velo. Ja. Sie hat vor ein paar Monaten, vor zwei Monaten rund Race Across America gefahren, ein Non-Stop-Rennen. Also die 5000 Kilometer? Die 5000 Kilometer, genau. Da hat sie 10 Tage oder so etwas, nehme ich an. He? Also 9 Tage und etwas ist ja der Rekord. Ja, ja, also, nein, sie hat ein bisschen mehr gebraucht. Ein bisschen mehr, he? Jawohl, ja, klar. Ja. Aber ist ihr gut gegangen dabei. Ja. Und hat sich natürlich, wie sie jetzt da zeigt, eine gute Fitness geholt für diesen Versuch. Sie hat sich erst relativ kurz entschieden, weil man muss jetzt erst können abschätzen, wie der Körper das verträgt, wie man regeneriert, ob man sich auf so ein Abenteuer auch noch einladen kann oder nicht. Jawohl. Genau. Genau. Aber eben, es ist jetzt Samstag Nachmittag, so 4, 5, also die Hälfte ist gemacht. Also, es ist eine harte Sache, oder? Also die Hälfte Velo ist noch zu machen, ja. Der ganze Marathon. Also Sepp ist das Härteste, dort wird sich auch das Rennen entscheiden. Ja. Dass die 420 Kilometer Rennen, das ist unvorstellbar, wie man das machen kann eigentlich. Ja, ja. Ist eine Riesenzahl, unzählige Schläge, die da auf den Körper wirken. Genau. 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 Und das zerrt hat einfach, also der Daniel Meyer das letzte Mal gesagt, da nimmst du auch ab, gell? Also. Ja, man nimmt ab. Wir sind jetzt gespannt, wie stark dass man abnimmt. Da geht es noch weiter, oder? Da geht es noch weiter, jawohl. Es geht nicht mehr sicher sein, geht es da schon ab? Ja. Nein. Gut. Aber die Alexandra kommt jetzt von welcher Seite? Ja, das ist jetzt die Frage. Die müsste jetzt wahrscheinlich, die kommt wieder unten rauf oder sie hat sich jetzt verpflegt. Nein, dann kommt sie von unten rauf. Die müssen jetzt eigentlich von unten rauf kommen. Dann müssten wir dann langsam wieder eine Runde machen. Ja. Dass wir sie einholen. Genau, sonst. Ja. Ja, wir schauen. Wir warten einmal. Jawohl, warten wir nachher. Ja, sie ist sie. Ist sie, gell? Ja. Ja, natürlich. Und wieder. Nein, ist sie nicht. Mal. Viel zu langsam. Ja, jetzt haben wir es. Ein unglaubliches Tempo haben sie drauf hier. So. Ja, so ist es halt. He? Gut. Paparazzi di Vienna. So. Hast du gehört, Martin? Sie hat gesagt, Paparazzi. Paparazzi, ja, genau. Aber eben, also das liegt auch nicht rein, dass man ein Gespräch miteinander. Ja, gell? Da sieht man jetzt, sie fahren knapp 30, können beide noch reden. Also man fährt hier in einer Kadenz, wo man noch nicht hecheln muss. Ja. Sondern die fahren so locker, wie wenn sie ein E-Bike hätten. Genau. Und da hin und her fahren. Aber so Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Ja? So Hilfsmittel sind nicht erlaubt, nein. Also eigentlich fährt man immer auf dem gleichen Velo, in der gleichen Haltung. Ja. Man sitzt vielleicht mal ein bisschen auf und lockert ein bisschen. Ja. Und macht eben zwischendrin eine Runde so. Also, das war wieder die Jüngste, gell? Das war wieder die Jüngste.
Aber siehst du, das ist Alexandra. Also, bei ihr hast du das Gefühl, sie muss fast gar nicht retten, ja, 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 ja. Natürlich, nachdem du Amerika durchgefahren bist, ist das natürlich nichts. Natürlich. Man fährt auch da, fährt man natürlich, wenn man den Puls misst, fährt man in einer Kadenz, also Pulsbereich von 70-75%. Also man fährt eigentlich schon mit einem ruhigen Puls. Wenn ja. Da, sonst könnte man das nie über die Zeiten aushalten, ja, sondern der schlägt. Hast du dir nie überlegt, das auch mal? Nein, das ist... Einmal? Nein, mir wäre das zu weit. Das ist für mich schon unvorstellbar. Nur, wenn man am gleichen Tag 3,8 Kilometer schwimmen kann, 180 Kilometer Velofahren und 42 Kilometer Rennen. Etwas von diesen drei Sachen am Tag, das würde ich jetzt auch noch schaffen, aber also. alle drei Sachen bestimmt nicht. Ja, ja. Ja. Du, glaub, Martin, glaub, wir kehren wieder. Ja, ist gut, ja. Also ich meine, ich fahre es so immer mit dem E-Bike, so bis 25, aber fit bist du auch. Also du mit deinem Velo, da musst du irgendwie vertreten. Ja, ich habe heute dieses Jahr ein gutes Training gemacht. Eben. Ich bin mit dem Velo von Winterthur auf La Rochelle, also Atlantik gefahren. Aber nicht im Ernst? Mal im Ernst. Dann bist du echt als eine Kamikaze. Aber mit dem Elektrovelo. Ja, aber ich habe das Elektrovelo genommen, aber das gibt so eine gute Grundfitness, wenn man 14 Tage lang jeden Tag 100 km fährt, dass mir das gelangt hat. Ich treibe viel Sport, aber auf dieser Velotour habe ich rund 2 Kilo abgenommen. Trotz Elektro-Velo. Ja, aber das ist ja locker auch 600, 700, oder? Kilometer? Das sind 1400 Kilometer. Auf La Rochelle? Ja. Hoi. Also wir sind noch etwas weiter. Wir eben. Noch etwas weiter bis an der Küste an, bis auf Nantes. Ja, also, ja. Weil ich eben denke, wenn ich einmal auf Ihr Palmier fahre, Toulon, so, dann sind es über 700. Aber mit dem Velo machst du durch diese und die Strecke dazu halt. Ja, aber eben mit dem Elektrovelo ist es ein wunderbares Erlebnis, das man kann haben, das man vielleicht ohne Elektrovelo nicht mehr haben könnte. Und darum finde ich eben, viele sagen, ja, ein Elektrovelo kaufe ich, wenn ich dann mal alt bin. Nein, das ist... Aber das stimmt gar nicht, sondern das ist wirklich... Der Unterschied war immer gewesen, auf dieser Velotour, wenn wir Velofahrerkurse gesehen haben, die so gefahren sind, haben wir gewusst, die haben keinen Motor. Und wenn Velofahrer gekommen sind, die gelächelt haben, haben einen Motor. Das ist typisch. Genau. Und das ist auch schön... Man muss beim Sport nicht nur schwitzen und Zähne zusammenbeissen, sondern man muss auch Spass haben daran. Und dann wird man automatisch fit, weil man viel Sport macht. Wir sind jetzt abgeschweift, aber es ist interessant, dass ich hoffe, man hört es zum Gegenwind. Aber wie hast du das mit den Batterien gemacht? Ich hatte zwei Batterien gehabt. Aha. Genau. Und jede etwa 80 km oder so. He? Ja, ich hatte ein älteres Elektrovelo. Ja, ja, ja. Darum hat meine nur 600 Watt statt 1000 Watt. Ah, so, ja. Der ja. Kollege hat 1000 Watt gehabt. Ja. Und am Anfang hat er immer seine Batterien zuerst aufgebraucht. Ja. Aber so in der zweiten Hälfte der Reise habe ich dann meine Batterien zuerst aufgebraucht. Da sieht man einfach, wenn man ein bisschen noch nicht so fit ist und ein Training macht, dass man viel schneller fit wird als der, der schon fit wird. Der Unterschied ist viel grösser. Und wir sind einfach in die Möste gegangen, dann, wenn die Batterie fertig war. Ja, wir haben über den Mittag manchmal auch noch aufgeladen und sind schon so gefahren, dass wir eben bis ins Hotel gekommen sind mit den Batterien. Weil ein Elektrovelo ohne Batterien, das macht dann nicht so Spass. Nein, das macht dann gar keinen Spass. Genau. Gut, sind wir dann, können wir richtig, nein, noch nicht. Boxenstrasse noch nicht, gell? Das ist die nächste. Das ist die nächste, jawohl. Ja. Wir fahren noch ein bisschen. Jawohl. Hören wir da. Hoffentlich kein schlechtes Omen, die schwarzen Raben. Ja. Also wir gehen jetzt so noch geradeaus, gell? Genau. Aber so eine Abzweigung hat es also auch noch in sich. Ja. Wenn man zur Nacht fährt,
fährt man im Lichtkegel, schaut immer auf den Rand. Ja. Und wenn man von dieser Seite kommt, plötzlich geht es dir ab und dann merkt man, oh hoppla, jetzt war es nicht ganz optimal. Ja, ja, genau, und ich habe schön Wetterreporter. Ich bin jetzt kommt wieder gekommen. Die Chain. Hey. Ihr seht, wie die Druck... Das ist wieder die Chain, he? Ja. Ja. Hat es einen rechten Druck drauf gegeben, gell? Sie gibt viel Druck auf den Pedalen. Ja, sie fährt ja. Mit viel Druck, ja. Ja, ja. Was machen denn die Leute sonst, dass ihr dann weiss, ein Physiotherapeut? Sind die anderen alle auch berufstätig? Oder sind das zum Beispiel Bonzerte? Ja, das sind alle berufstätig. Ja. Das ist ganz unterschiedliche Berufe. Man sicher ist, wenn man so etwas macht, muss man einen Job haben, wo man gut verdient. Ja, das ja. Heisst, meistens haben die Leute auch anstrengende, anspruchsvolle Stellen in sich. Inne, um überhaupt das Geld zu verdienen, das das braucht. Ja. Das ist das Einzige, was eigentlich halt ein bisschen gegen Buch spielt, dass man das so einen Anlass in der Schweiz macht. Weil für alle zusammen ist natürlich das etwa 30% teurer, als wenn man es im Ausland machen würde. Jawohl. Ist da drauf zu weit, glaube ich. Nein, noch nicht. Auch noch nicht, ne? Also in der Nacht drückt das schon. Also, ja, ja. Jetzt diverse Einlenker. Jetzt kann man sich, wenn man sich ausgeht, noch ein bisschen im Chemie orientieren, gell? Aber sonst. Ja. Was machst du so, wenn du nicht begleitest? Ja, das ist. Ich bin in dieser privilegierten Lage, dass ich nicht mehr berufstätig bin. Eben, sonst könntest du das nicht machen, gell? Das ist ein riesiges Engagement. Ja, sonst würde ich es nicht machen. Sonst würde ich natürlich Ferien mit der Familie machen. Ja, ja. Und ich kann das jetzt einfach machen, weil ich viel Freizeit habe. Ja. Ja. So, jetzt kommen wir nicht näher. Ich hebe es mal so, muss mir die Brille noch mal aufsetzen. Der Gegenwind drückt nämlich noch. Ich hoffe einfach nach wie vor, ihr versteht etwas. Wir sind jetzt am Samstagnachmittag. Wenn du auf die Uhr schauen musst, musst du die Kamera noch etwas drehen. Kurz vor dem 4 Uhr, das heisst ungefähr, würde ich sagen, Halbzeit beim Veloteil. Also etwa bei 900, vielleicht auch bei 1000 km bei Einzelnen. Und Einzelne haben wahrscheinlich schon etwa 600, oder? Nehme ich an. Die meisten haben jetzt den ersten Drittel hinter sich. Die einen knapp, die anderen mehr. Zwei oder drei haben bereits die Hälfte hinter sich. Die sind also bereits auf dem Heimweg, wenn man das so sagen will. Aber es ist immer noch eine grosse Zahl. Alle haben noch über 800 km zur Zeit. Ja, und das ist ja immer so, gell? Der letzte Drittel oder das irgendwie mit einem Marathon wird es dann ab 35 km wird es dann je nachdem hart. Gell? Also, ja. Ja, das wird jeder wird sehr froh sein, wenn er dann das Velo in die Ecke stellen kann. Wobei ich denke, die mentale Härte war sicher das Schwimmen. Also das Schwimmen ja, ja, ja. Ist halt, da ist man völlig alleine. Da kann man mit niemandem reden. Da leidet man. Es weicht einem auf, man hat kalt. Und da auf dem Velofahrer, man hat einen Betreuer, man kann untereinander nebeneinander fahren und mal ein bisschen plaudern. Und dann vergehen sofort die Kilometer deutlich geringer. Ja. Aber weißt du, Race Across America haben wir einen guten Schweizer von weit raus, der Polizist, der Knus. Und der hat echt damit gespienzelt, dass er den Titel macht und hätte müssen aufhören, weil er ein bisschen falsch auf dem Sattel gesessen ist. Ja. Also kann er einem schon ein Schnippchen schon, oder? Wo das Auto umläuft, nicht? Ja, ja. Ja, ja. Ja, schau mal, jetzt sind sie da. Da hat es halt eben Teilnehmer und andere. Das ist ja schwierig zu unterscheiden zum Teil, gell? Das ist manchmal nicht ganz einfach. Jawohl, ja. Jetzt gehen wir in Richtung Boxenstrasse, gell? Genau. Jetzt fahren wir hinten rum und dann möchte ich dann mal hinter dir nachfahren und sehen, wie du da ins Ziel fährst. He? Man sieht, oh, das wäre es noch ein Vehikel für mich natürlich. Man sieht, das ist jetzt wie es recht anspruchsvoll und überall natürlich auch wieder Helfer, die dementsprechend halt da helfen und tun. Ja. So, jetzt muss ich Martin an, das mache ich auch nicht mit, über die Autobahn rüber. Dann kommen wir hier Richtung Kanal.
Und jetzt, Martin, jetzt geht es denn da scharf links, oder was? Ah, rechts, Entschuldigung. Jawohl. Ah, ja, genau. Ja, genau. Spitz rechts, jetzt muss ich dann schauen, wenn ich da oben komme, da mal heben. Hoho! Super, das ist schon. Ja, das drückt noch mit dem E-Bike und einhändig und so. Jawohl. So, Rettungsgasse ist da gestanden, hätte ich fast können brauchen. Ja, Martin, ein erhebendes Gefühl, wahrscheinlich, wenn man dann hier durchfährt, bei 179,7. Genau. Dann geht es einmal an die Kurve rum und dann ins Ziel rein. Ins Ziel. Jetzt muss ich schauen, ob ich die Linkskurve ein bisschen besser überkomme als die Rechtskurve. Das. Gut. Das erfordert so. Immer die absolute Aufmerksamkeit. Und der Finish. Und der Martin ist drin. Und ich fahre jetzt natürlich mal an, weil das ist eine Betreuungsstrasse. Ja, Kind und Kebel, Familie sind dabei natürlich da. Betreuung aller Orten. Und wir gehen jetzt zum Betreuungszelt von Daniel Meier. Und sind jetzt fast wieder daheim. Daheim, das ist das Zelt, das wissen hier rechts. Die Betreuungsstrasse ist sehr interessant, wie der ganze Sport. Also ich hoffe, ihr könnt auch mal zuschauen. Bis am 31. August könnt ihr das noch anschauen. Es können noch einige Disziplinen. Es erwartet euch jetzt eben noch denn der 10er-Wettkampf, wo man jeden Tag ein Triathlon macht. Nachher noch der 5er-Wettkampf Continuous, also alle Disziplinen fünfmal aneinander. Und dann noch der 5er-Pack, wo man pro Tag ein Triathlon macht. Also höchst interessant, was sich das Buchse abspielt in der Reihe raus.